Zu Ostern gibt es Schokohasen in allen Farben und Formen. Ihren Ursprung haben viele von ihnen bei der Firma Hans Brunner in Glonn, südöstlich von München. Laut Geschäftsführer Rudi Schweiger werden die meisten Schokohasen, die später in Läden in Deutschland und anderen Ländern der Welt landen, hier gestaltet. Wir entwickeln Modelle, nicht nur für Ostern, sondern für das ganze Jahr, für verschiedene Feste. Uns gibt es seit 85 Jahren und seit 60 Jahren so stellen wir Schokoladenformen her. Seit etwa 10 Jahren stammen die Hasen aus der Hand von Anton Asanger. Der gelernte Porzellanmaler ist der kreative Kopf des Unternehmens. Zuerst steht natürlich die Aufgabe, irgendwas Neues zu machen, zum Beispiel einen neuen Osterhasen. Dann mache ich ein paar Skizzen, zwei, drei, vier verschiedene, die wir dann den Kunden anbieten. Der Kunde kann sich da schon mal ein bisschen was aussuchen, vielleicht noch ein bisschen den einen oder anderen, die eine oder andere Haltung oder ein Accessoire noch umtauschen, bis man dann letztendlich zu einem Ergebnis kommt, das dann in ein Modell umgesetzt wird. Das fertige Modell wird daraufhin in Platten aus Kunststoff gepresst. In diese durchsichtigen Formen kann dann in den Fabriken der Kunden die warme Schokolade gegossen werden. Der Hase ist laut Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie die beliebteste Leckerei zu Ostern. Rund 220 Millionen Schokohasen wurden fürs diesjährige Fest hergestellt, schätzen die Experten. Etwas mehr als die Hälfte davon ist für den deutschen Markt bestimmt. Das Ostergeschäft ist unsere wichtigste Saison. Es gibt andere Saisonen wie Weihnachten, Muttertag, Halloween und so, aber Ostern ist das weltweit größte Fest. Vielleicht auch, weil es eben gerade Frühling ist und weil man halt sich freut auf die neue Zeit. Und die Osterhasen und die Eier sind die Symbole für diese aufgehende Sonne und für die längeren Tage und für die schöne Sommerzeit. Die Arbeiten für das Ostergeschäft laufen bei Brunner auch jetzt noch auf Hochtouren. Aber nicht mehr für dieses Jahr, sondern schon für 2020.